Es ist wirklich peinlich, Wörter falsch zu verwenden. Kennst du diese 5 Begriffe und verwendest du sie richtig? Begriff Nummer 1. Das ist Metapher. Bestimmt schon mal gehört, kommt ja in der Schule auch vor. Mit der Metapher überträgst du die Bedeutung eines Wortes oder Sachverhaltes in ein Bild. Zum Beispiel so. Du hast mir das Herz gebrochen. Ein gebrochenes Herz ist die Metapher für Liebeskummer. Zweiter Begriff. Faszination. Die Faszination ist eine anziehende Wirkung. Sie hat einen starken Einfluss auf dich oder auch auf andere. Zum Beispiel, der Mond übt eine große Faszination auf mich aus. Dritter Begriff. Ambiguität. Ambiguität bedeutet Mehrdeutigkeit. Du weißt nicht sicher, was gemeint ist oder was etwas aussagt oder bedeutet. Beispiel: Ich weiß nicht, ob Elias das ernst meint oder ob er mich verarscht. Fünfter Begriff: Dissonanz. Das ist ein unangenehmer Zustand, der durch Widersprüche ausgelöst wird. Etwas passt nicht zusammen und das gilt auch für die Musik. Ein Beispiel: Du hast zwar Ja gesagt, aber ich merke doch, dass du gar nicht ins Schwimmbad willst. Und der letzte Begriff, das ist die Apathie. Ein Zustand der vorübergehenden oder andauernden Teilnahmslosigkeit bzw. Gleichgültigkeit gegenüber Ereignissen, Personen und Umwelt. Und ein Beispiel dafür ist: Ist mir egal, ob wir in Urlaub fahren oder nicht, ist doch überall gleich doof. Das ist Apathie. Und jetzt nochmal 5 Sätze damit. 5 Sätze zu diesen 5 Begriffen. So machst du es richtig, wenn du sie anwendest. Die Metapher von dem gebrochenen Herzen finde ich sehr gut. Smartphones üben eine große Faszination auf Jugendliche aus. Da steckt eine Dissonanz in dem, was ich sehe und was ich fühle. Die Ambiguität deiner verschiedenen Aussagen macht mich fertig. Und deine Apathie weist auf eine Depression hin. Das Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Lernen und beim Anwenden dieser 5 Begriffe.